What they don't want us to know, the biggest mind trick they play on us, is this. They want us to believe that authority has power. Authority has no power. Deutschland, öffne deine Augen, was ist da bloß los? Mann, die Merkel, die sitzt im Cockpit und der Teufel ist der Co-Pilot. Du dummer deutscher Dulli, der Mundschutz macht dich zu nem Covidiot. Bill Gates kommt mit der Spritze und gibt dir dann den Todesstoß. Game over, lass uns bloß hier raus aus diesem Dämonenhaus. Sie rufen den Notstand aus und los, man lauf, nehme die Beine in die Hand. Die BRD ist voll von giftschleudernden Funkhäusern. Überall nur miese Kriecher, Mitläufer und Duckmäuser. Die Merkel sagt, wir rennen los und alle laufen mit. Mitläufer und Duckmäuser, unglaublich, Mann, ich glaube das nicht. Eines Tages wird alles besser werden, ich glaube nicht dran. Ich glaub, ich fall vom Glauben ab, hab tausend Dank. Schnauze voll, ich tauche ab, so viele saufen ab. Jetzt heißt es aufgewacht und aufgepasst, die Augen aufgemacht. Denn bald, da geht immer alles auf in Flammen. Ganz Deutschland leidet synchron unter demselben Symptom. Ein ganzes Volk in Geiselhaft, Stockholm-Syndrom. Deutschland scheint von allen guten Geistern verlassen. Steig aus dem Schatten, sei kein Teil dieser schweigenden Masse. Es geht gemeinsam in die Freiheit, Zeit des Wandels. Zeit zu handeln, Bruder, zeige mir dein Gesicht und verweigere die Maske. Deutschland scheint von allen guten Geistern verlassen. Steig aus dem Schatten, sei kein Teil dieser schweigenden Masse. Es geht gemeinsam in die Freiheit, Zeit des Wandels, Zeit zu handeln. Bruder, zeige mir dein Gesicht und verweiger die Maske. Gefangen zwischen Lockdown und Maskenpflicht, ich fass es nicht. In Deutschland ist ein Haufen abgerichteter Sackgesichter. Keiner kriegt sein Maul auf. Ja, die Merkel sieht ihn dem Antichrist. Öffne deine Augen, siehst du denn nicht, wie krank es ist? Sie treten dich mit Füßen. Halt's Maul und bedanke dich. Alles nur dumme Duckmäuser. Deutschland, Mann, ich hasse dich. Ich lasse mich nicht in meiner Wohnung inhaftieren. Reiß dir die Maske vom Gesicht, hier wird Corona demaskiert. Dämonen toben durch dein Hirn, alles ist außer Rand und Band. Das ganze verdammte Land in Angst, wer hat die Oma infiziert? Der Opa ist schon ganz verwirrt, ja wo sind denn die ganzen Viren? Immer schön den Mundschutz tragen oder der Tod kommt auf. Hexenkessel voll Psychosen, irgendwo dort hinter deiner Stirn. Sie rufen den Notstand aus und du sitzt auf dem Sofa, ornanierst. Und komm immer bitte nicht mit Menschenrechten und Rechten, Menschengesetzestext und Grundgesetz. Alles nur dummes Rumgeschwätze. Deutschland scheint von allen guten Geistern verlassen. Steig aus dem Schatten, sei kein Teil dieser schweigenden Masse. Es geht gemeinsam in die Freiheit, Zeit des Wandels, Zeit zu handeln. Bruder, zeige mir dein Gesicht und verweigere die Maske. Deutschland scheint von allen guten Geistern verlassen. Steig aus dem Schatten, sei kein Teil dieser schweigenden Masse. Es geht gemeinsam in die Freiheit, Zeit des Wandels, Zeit zu handeln. Bruder, zeige mir dein Gesicht und verweiger die Maske. Leben und leben lassen, doch euch am Leben zu lassen, heißt, dass ihr mich nicht am Leben lasst. Ihr Freigeist findet in keinem Käfig Platz. Schon vor langer Zeit hab ich mich auf den Weg gemacht. Und noch immer bin ich unterwegs und wandere wie ein Elefant. Tanzt der Teufel irgendwo dort hinter deiner Stirn. Fremdgelenke steuert, warum geht das nicht in ein kleines Hirn? Wer sich selbst nicht unter Kontrolle hat, ja der wird kontrolliert. Ich wollte nie so werden, nein, ich wollte nie so sein wie ihr. So manipuliert, so kleinkariert, so zwangsassimiliert, so studiert und uniformiert, so hypnotisiert und programmiert. Alles dumme Roboter, alles ist automatisiert. Hauptsache du funktionierst, Hauptsache du kaufst und konsumierst. Verdammt verfluchter Zeitgeist, dein Königreich ist Reichstein. Zwischen Steinzeit und Einstein oder Einstein in der Steinzeit. Nachdenken, was Menschen, ich schmeiß die Scheibe mit dem Stein ein. Auf in die Freiheit, büppe, boom, billy, bye, bye. Plants give us life. We depend on them for food, shelter, clothing, and medicines. We even depend on plants to explain the unexplained, from the mysterious to the everyday. Plants create folklore. Scheißegal, man frisst die Scheiße. Gehorsam geht die Welt zugrunde. Kurze Leine, dich trifft die Peitsche. Hamsterrad, sie Teufelskreis und geht auch über Leichen. Die Schafe, sie schlafen und schweigen und alle tanzen nach der Pfeife. Der Virus macht den Bruder zur Gefahr und überall noch Feinde. Keiner nimmt dich in den Arm. Schön in einer Reihe bleiben. Das Deutsche
deutsche Volk ist Gericht auf Knien, ist hörig und gefügig, Mann. Mama Merkel belügt dich, die Alte frisst dich zum Frühstück. Der Virus wütet am Landkreis, doch du selber bist die Krankheit. Rundfunk, Paranoia, Mundschutz ist das neue Hakenkreuz. Armes Deutschland, Mann, ich sage es euch, ich warne euch. Deutschland geht den Bach runter, ich hole schon mal das Badezeug. Das Leben, das du lebst, das ist ein Leben in Knechtschaft, geht tief in dich hinein. Mann, du weißt, dass ich recht hab, dass halt dein dummes Rumgerede einfach keinen Zweck hat. Klein am Anfang an zu leben, komm, erhebe dich. Wir alle sind gefangen hier im Land der Maskenmenschen. Kleiner Mann, erhebe dich und lasse dich nicht lenken. Ich sehe so viele Menschen, die Hass mit Hass bekämpfen. Fragen über Fragen, Mann, wo soll das noch enden? Wir alle sind gefangen hier im Land der Maskenmenschen. Kleiner Mann, erhebe dich und lasse dich nicht lenken. Ich sehe so viele Menschen, die Hass mit Hass bekämpfen. Fragen über Fragen, Mann, wo soll das noch enden? But the answer is dead, dead simple. It is simply in saying no. I will not lock down, I will not wear a mask, I will not get tested, I will not get vaccinated, I will not accept the Orwellian new speak, new normal. I will see my friends, I will hug my family, I will shake your hand, I will put my arm around you if you need comfort, because I'm a human and I'm going to act like a human. An der neuen Normalität, da ist leider nichts normal. Und an Social Distancing, mein Bruder, da ist nicht sozial. Ja, der Mensch wird zur Gefahr, wir sind Feinde bis aufs Blut. Doch mit Menschlichkeit, mein Bruder, da hat das leider nichts am Hut. Mann, wie kann man denn nur so dumm sein? Es gibt immer eine Steigerung. Komm, öffne dein Bewusstsein und schalte auf Erweiterung. Der Gedankenverbrecher, der deinen Panzer zersplattert. Mundschutz macht dich krank, Bruder, lass das mal besser, Mann. Sauerstoff ist wichtig, CO2 ist giftig. Scheiß auf Maul, braucht man Maskenpflicht, das ist nicht. Und eins muss dir bewusst sein, Mann, Gesundheit ist ein Business. Corona ist ein Trojaner, ein hinterlistiger Trick. Du rennst den ganzen Tag mit Maske rum, ja, herzliches Beileid. Ich verweigere die Maske und atme die Freiheit. Impfen bis der Arzt kommt, Bill Gates gibt dir den Gnadenschuss. Ich spucke Wut und Zorn, Mann, ich scheiß auf Mund- und Nasenschutz. Das ist der Maskenverweigerer. Wer ist das, das ist der Mimme? Maskenverweigerer, der Maskenverweigerer, der Maskenverweigerer. Wer ist das, das ist der Mimme? Maskenverweigerer. Das Corona-Gespenst ist der Entfremdete und Fremdgelenkte, Entmenschlichte und nicht mehr selbstständig. Denke der Mensch, der auf dem Scheiterhaufen brennt. Teufelsstube ist euch ein Grube, ferngesteuerte Existenz. Du bist das Experiment und die Menschen, sie sind sich einig, kein Geheimnis. Ist das der Mensch, des Menschen größter Feind ist Scheiße. Überall nur Angst und Zweifel. Ja, der Mensch scheitert am Mensch. Und die Menschheit scheitert am Mensch sein. Die Menschheit, ja, sie scheitert an der Menschlichkeit des Endzeit. Corona ist ein Überfall und überall nur Duckmäuser. Kill Gates, Oma Killer, Corona-Leugner, solch ein Schleuder. Deutschland ist ein Käfig und ist es schon zu spät für uns. Denn alle leiden unter Identitäts- und Realitätsverlust. Auf in eine neue Welt, Atmen und Freiheit. Brunel bleibt ein Rebell, reißt dir die Maske vom Gesicht. Aus der Dunkelheit ins Licht, erfass ich, mache reinen Tisch. Denn gemeinsam sind wir stark, Bruder, bitte komm mit, begleite mich. Das ist der Maskenverweigerer. Wer ist das? Das ist der Mimme. Maskenverweigerer, der Maskenverweigerer, der Maskenverweigerer. Wer ist das? Das ist der Mimme. Maskenverweigerer. Und bitte komm mal nicht mit deinem versifften Lappen an. Der Virenkiller killte den Killer-Virus. Ich reiße Masken ab. Und ja, gemeinsam sind wir stark. Bruder, guter Mann, wir schaffen das. Ich schaffe, sie schlafen tief und fest. Sklaven in Gefangenschaft. Ich nehme dich in die Arme. Scheiß auf Abstand und Distanz. Maskenzwang ist Hass und Angst. Gottverdammtes krankes Land. Fass mich nicht an. Game over, Ende aus. Corona-Menschen laufen, Mann, was läuft hier für eine geisteskranke, miese Scheiße ab? Ein ganzes Volk ist geisteskrank, ein ganzes Volk in Geiselhaft. Wo sind denn die ganzen Kranken, Lügen, Presse, zweifelhaft? Es geht raus aus der Gruft, Mann, ich brauche die Luft zum Atmen. Und ich hau auf den Putz, Mann, Bruder, lass dir sagen, du bist eine Laborratte, da geht dir der Arsch auf Grundeis. Es geht um Kontrolle und nicht um deine Gesundheit. Herr Fessig, bitte die Webs, ich spucke Liebe ins Dämonennest. Scheiß auf einen Arztbesuch, ich huste dir Corona weg. Das ist der Maskenverweigerer. Wer ist das, das ist der Mimme? Maskenverweigerer, der Maskenverweigerer, der Maskenverweigerer. Wer ist das, das ist der Mimme? Maskenverweigerer, der Maskenverweigerer, der Maskenverweigerer. Wer ist das, das ist der Mimme? Maskenverweigerer, der Maskenverweigerer, der Maskenverweigerer. Wer ist das, das ist der Mimme? Maskenverweigerer, 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 Maskenverweigerer. Enough!
yourself. Come on. Die Welt zugrunde richten, ja, das schaffen wir, das packen wir. Hier regiert das Tier und überall nur Hass und Gier. Ausnutzen, ausbeuten, denn der Gewinn wird maximiert. Und ist der Bauer ruiniert, dann wird das Essen importiert. Ja, dein scheiß verficktes Leben, es ist alles simuliert. Du bist Konsument und wirst vom System konsumiert. Dein Denken demontiert, demoliert und sabotiert. Der neue Standard installiert, Mann, wie konnte das nur passieren? Frieden bringen heißt bombardieren, terrorisieren und Tyrannei. Willkommen in der Truman Show. Hier ist alles konstruiert, hier ist alles korrumpiert. Und wenn du nicht richtig funktionierst, dann wirst du eben therapiert, gegebenenfalls auch raussortiert. Glaub es mir, traumatisiert. Im Land der Roboter ist alles automatisiert. Mann, du wurdest programmiert. Du hast keinen Bock auf Arbeiten, dann mach es wie wir, kassier IV. Und wenn sie dich mal sanktionieren, dann geh zum Amt und randalier. Dummheit ist ne Krankheit, man ganz Deutschland infiziert. Arbeite und funktionier, kauf und konsumier. Pornos flotten und ornanieren, saufe dich voll mit Korn und Bier. Halt die Fresse und studier, leben von Mama finanziert. Ich versinke, meditiere, finde die Stille, reflektiere. Weder ein Rapper noch ein Gangster, geschweige ein Gangster-Rapper. Mann, ich glaube, du fantasierst. Was ich fabriziere, das fasziniert, das Schaf liegt tief im Schlaf, hat mal wieder nichts kapiert. Ich konfrontiere dich mit der Wahrheit und du kollabierst. Ja, die Endzeit kommt in Uniform, ist auf dem Weg zu dir. Game over, Ende aus, hier wird Corona demaskiert. Die Merkel will nur dein bestes Mann, da bist du falsch informiert. Teile und herrsche, bis alles explodiert, eskaliert. Ja, sie spucken dir die Killer wie ins Hirn. Hier ist alles standardisiert, hier ist alles konditioniert. Und hinter deiner Stirn, da ist die Freiheit inhaftiert. Because a dangerous disease, a deadly disease, is sweeping across this land and across this world. And it's not COVID-19, it is fascism! Die Drachen erwachen, sie spucken Feuer und Eis. Sie spucken Seuchen und Pein. O Herr, erleuchte mein Sein. Und keiner kann mehr unterscheiden zwischen Freund oder Feind. Komm, lass uns endlich raus aus diesem miesen, teuflischen Reich. Brunel, slap yourself, ich liefere lyrische Sprengsätze. Ich muss mich in kein Band setzen, ich werde mein letztes Hemd schenken. Ich bediene dich wie Barkeeper, flashe dich wie Grasdealer. Scheiß auf New World Order, Mann, und ihre Drahtzieher. Religion und Staatsdiener, alles nur miese Arschkriecher. Diese miesen Ja-Sager, die alle alles nur nachlabern. Formt in diese Welt zu einer verdammten Grabkammer. Gedankenverbrecher, bald sitzt du im Straflager. Verdammte tolerante, ignorante Arroganz. Ich bin ein blinder Passagier und illegal wie Schwarzfahrer. Fick das System und überall nur Schlafwandler. The future is now und dafür brauch ich keinen Wahrsager. Radikale Babylon, Rundfunk, Paranoia, Rotation im Radio. Bürgerkrieg und Anarchie, sie greifen zu den Waffen, der Teufel tobt durch diese Galaxie. Die Krone der Schöpfung, ein mieser kleiner Parasit, da hilft dir auch kein Seuchenschuss. Pandemie im Paradies, die Nachbarschaft ist wach und schiebt mal wieder Überwachungsdienst. Ja, guten Appetit, gib dir dein Maulkorb zu fressen. Der hässliche Lappen wird dich nicht retten, mundtot und gefesselt. Ich bete für deine Seele, dem System so treu ergeben. Teufelsnest und Seuchenpest, ich spritte die Webs des Feuerregen. Der größte Denunziant ist und bleibt der Dilettant. Ja, das deutsche Land in Teufelshand, gesteuert von der Angst. Scheiß auf Abstand und Distanz, der Teufel tanzt auf einer Folterbank. Das deutsche Volk ist krank, komm und folge mir in den Kampf. Mann, das Schlimmste sind nicht die Maßnahmen, sondern dass ihr da alle mitmacht. Hörig und gefügig, Mann, ist das unser Schicksal? Sehr, sehr bezeichnend, dass in diesem Dokument ganz, ganz klar darüber gesprochen wird, wie der Bevölkerung Angst gemacht werden soll, um die gewünschte Schockwirkung zu erzeugen, heißt es da drin. Da geht es also wirklich zur Sache. Da geht es darum, wie man den Kindern Angst machen soll. Kindern Angst machen, dass sie ihre Eltern töten, wenn sie sich nicht richtig die Hände waschen. Wow, das hat was, ne? Dass man den Horror 1919 bis 1929 gleich 2019 auf eine Formel bringen sollte, um den Menschen Angst zu machen, dass man die Urangst des Menschen vor dem Ersticken nutzen soll, um ihnen dramatisch klarzumachen, wie schlimm der Tod durch Corona ist, um die Menschen in Panik zu versetzen, damit sie die anstehenden Maßnahmen mitgehen. Dazu will man auch Influencer und Promis einsetzen, die das dann bewusst streuen und ihre Reichweite nutzen, um die Menschen dazu zu bringen, dass sie das tun, was man will.
Das ist, was wir hier sehen in diesem Dokument, das ist die Reinform des Nudging. Das heißt, das Kleine des Schubsens. Das ist die Regierungsstrategie, die unsere westlichen Welten im Moment als sehr positiv sehen. Gut, früher hat man die Leute mit Knüppel, Polizeistaat und Maschinengewehr gezwungen, das zu tun, was man will. Heute ist es Nudging, das heißt, man sorgt dafür, man bringt die Leute in eine emotionale Stimmung, dass sie das, was man eigentlich von ihnen will, freiwillig tun oder glauben, das selbst zu wollen. Das ist Massenpsychologie, wenn man sagen möchte, oder auch Gehirnwäsche, kann man es auch nennen. Nudging klingt halt schöner und da gibt es ganze Lehrbücher drüber. Und auch die Kanzlerin hat das schon vor Jahren mal in einem Interview gesagt, dass sie Regieren nach Nudging anwendet und das ihre präferierte Situation ist. Und offen gestanden, man muss sagen, lieber als der Polizeiknüppel und das Maschinengewehr ist uns Nudging allemal. Trotzdem sollte man wissen, dass es angewandt wird und welche Wirkung es auf unsere Gesellschaft zu einzeln hat. Wenn wir also glauben, dass wir das unbedingt wollen, was da jetzt gerade passiert, dann sollten wir überlegen, ob wir das wirklich wollen oder ob man uns das nur einmassiert hat, dass wir das wollen. Das finde ich ein durchaus interessantes Gedankenspiel, das man immer wieder mal anstellen kann. Hier läuft alles prima, die Schafe alle im Tiefschlaf und du bist nur ein Niemand, ja, ein Roboter am Fließband. Hier läuft einige Schießmann als Maul und Knie nieder, alter verbitterter Grießkram, doch Häuser tun und Kriecher. Bruder, wir fahren denselben Film, ich schreibe Reime, meine Bilderwelt killte 0,x dein Weltenbild. Der Gutmensch ist kein guter Mensch und der Menschenfreund ist kein Freund der Menschen. Ich frage mich, wo sind die Hintermänner hinter den Hintermännern der Hintermänner? Wir werden regiert von kinderschändenden Christenmännern und blinden Blendern. Und was von wegen, ich kann nichts ändern. Ich hänge den Richter und richte den Henker, der denkende Dichter, der Dichter und Denker. Meine Reime sind Attentäter, meine Feinde sind Waffenhändler. Wir killen korrupte Krawattenträger, das Ungeziefer folgt dem Rattenfänger. Der Satanhawk im Vatikan, Polizeistaat radikal, Friedenskämpfer ist Taliban, Justiz. Ja, armater Fall, das System fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Doch wenn Merkel was sagt, ja, dann machst du das auch. Duckmäusertum, guck die Tagesschau. Mann, halt dein Maul, setz die Maske auf. Bereit für den großen Schlagabtausch. Genügend Munition im Laderaum. Ja, Ken FM trifft MNM, ein Leichenzähler wie Bodycount. Die Gerechtigkeit macht den letzten Schrei zur besten Sendezeit unter dem Henkersbeil. Menschenfreund ist Menschenfeind, möge Gott deiner Seele gnädig sein. Vorschrift ist Vorschrift, weil ich mir doch keinen Kopf mach. Befehl ist Befehl, weil ich doch nur meinen Job mach. Vorschrift ist Vorschrift, weil ich mir doch keinen Kopf mach. Befehl ist Befehl, weil ich doch nur meinen Job mach. Hier läuft alles prima, die Schafe alle im Tiefschlaf und du bist nur ein Niemand, ja, ein Roboter am Fließband. Hier läuft einige Schiefmann als Maul und Knie nieder, alter verbitterter Grießkram, Duckmäusertum und Kriecher. Hier läuft alles prima, die Schafe alle im Tiefschlaf und du bist nur ein Niemand, ja, ein Roboter am Fließband. Hier läuft einige Schiefmann als Maul und Knie nieder, alter verbitterter Grießkram, Duckmäusertum und Kriecher. Ich öffne meinen Geist, ich schreibe mit Leib und Seele. Ich schreibe meine Reime und ich reise nach Reden. Ja, zu leben heißt durch die Scheiße zu gehen. Es geht auf in die Freiheit und ich zeige dir den Weg. Empfange meinen Funkspruch, Zeiten des Umbruchs. Überall nur Trunksucht, Drogen, Pornos, Unzucht. Überall nur Schafe, wenn ich mich hier so umguck. Maulkopf ist Mundschutz, Propaganda, Rundfunk. Stimme der Stille, die Bilder sie zeigen. Unendliche, ewige, innere Weite. Pilgerreise durch diese wilde Zeit, denn ich höre so viele nach Hilfe schreien. Ich frage mich, wer dein Leben steuert. Metanoia ist Fegefeuer. Die Dämonen, sie toben und sie fressen dich. Beute die Menschen, die hängen in den Fängen des Teufels. Sie weichen gestellt, weil mich keiner mehr hält. Ich gehe meinen Weg, auch wenn's keinem gefällt. Im Eisenzelt und diese weite Welt. Mann, ich scheiß aufs Geld, jetzt zerfrei den Herr. Ja, ich hab ne Menge aus der Scheiße gelernt. Und ich folge meinem Herzen und ich greife nach den Sternen. Freiheit ist Weisheit, ich meine es ernst. Ich sammle die Erfahrung, bitte zeig mir noch mehr. Hier läuft alles prima, die Schafe alle im Tiefschlaf. Und du bist nur ein Niemand, ja, ein Roboter am Fließband. Hier läuft einige Schiefmann als Maul und Knie nieder. Alter verbitterter Grießkram, Duckmäusertum und Kriecher. Hier läuft alles prima, die Schafe alle im Tiefschlaf. Und du bist nur ein Niemand, ja, ein Roboter am Fließband. Hier läuft einige Schiefmann als Maul und Knie nieder. Alter verbitterter Grießkram, Duckmäusertum und Kriecher. Rage against the machine, mein Rap ist Rage against the regime. Rage against the machine, Rage against the regime. Dieser Song ist ein Bombtrack, Rage against the machine. Rage against the machine, Rage against the regime. Sie haben absolut recht. Zu der Normalität vor Corona werden wir erst dann zurückkehren können, wenn wir entweder ein Wundermittel gefunden haben, das in 95% der Fälle hilft, oder wenn wir einen Impfstoff entwickelt haben.
Das heißt, wir werden eine Phase durchlaufen, während der ständig überlegt werden muss. Können die Schulen ihren Betrieb wieder aufnehmen? Große Stadien werden vermutlich geschlossen bleiben. Gleichzeitig müssen die Tests weiterlaufen, damit man weiß, ob es irgendwo wieder einen Anstieg der Ansteckungen gibt. Shut the fuck up, man! Time to kill Bill!